Gott, da seid ihr ja schon. Mensch, da seid ihr. Da seid ihr schon. Ich hab mal verspätet, tut mir leid. Aber was willst du machen? Ja, Leute, ich bin jetzt wieder da. Ja, die Pakete haben wir ausgepackt. Wir haben mit ein bisschen getestet zu Hause noch ein bisschen mit dem Ständer, also mit dem Stativ, meine ich. Tut mir leid. Ja, jetzt schon wieder los, war der Mischer, der erzählt ja immer so ein bisschen. Ja, ein bisschen die Sachen. Aber ist er ja, so ist er, so bleibt er. So, kann er weitermachen. So, ja, Leute, ich bin jetzt wieder im Garten. Heute ist Montag. Wir haben 5 Grad. Sonne. Was heißt das? Sonne. Man hat gefühlt ungefähr so 15 Grad in der Sonne. Das heißt für mich, heute werden wir was tun. Das, was wir heute machen, ja, müssen wir mal gucken, wie weit wir heute kommen. Ich plane auf alle Fälle erstmal hier soweit erstmal nichts mehr zu machen, hier im Garten selber noch nichts machen. Ich hatte ja letztens hier das Hochbeet, das habe ich ja hab ich euch gezeigt. Das werde ich nämlich jetzt nochmal ein bisschen abhaken, glatt haken und dann haben wir das auch erstmal erledigt. Und was ich für ein Projekt jetzt noch habe, also ist jetzt, wir machen folgendes. Ja, ich sag mal ein Projekt hier, wisst ihr hier. Das sieht so aus wie ein, war früher mal, was ihr da hinten sehen könnt, was ihr jetzt nicht sehen könnt, was ihr gleich sehen könnt, weil ich euch die zeige gleich. War höchstwahrscheinlich mal mein Gewächshaus, also sind die ganzen Seiten weggeflogen und was weiß ich nicht alles. Vielleicht hat man das genutzt damals mal als ein Gewächshaus. Ich habe den Garten erst seit 3 Jahren. Und hier hinter uns hier haben wir ein Gerätehaus. Das sind jetzt die Beensachen, Sachen, die ich jetzt einfach mal bei dem schönen Wetter ja, aufräumen möchte. Ja, und das wie und was ich damit vorhabe, dann muss ich mal gucken. Ich kann ja das Gerätehaus nicht als Gewächshaus nehmen. Vielleicht mache ich daraus ein Gewächshaus noch irgendwann mal. Keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht. Und ja, wie gesagt, das sind jetzt die Bienenobjekte, die wir jetzt machen. Oder die ich jetzt mache. Ja, ja, Projekt 1 ist Gewächshaus sauer machen und das Gerätehaus sauer machen. Da, wo alle drin ist, da ist ein Rasenmäher drin und so weiter. Das ist ja nun hier, da braucht ihr ja nicht wissen, was da alle drin ist. Zeig euch alles, aber erstmal einen Kaffee. Ich habe mir nämlich ein Käffchen mitgebracht und den wir jetzt mal hier austrinken und dann sehen wir uns dann wieder, wenn ich euch erstmal so zeige, was muss denn überhaupt gemacht werden. Bis gleich, bleibt dran und haut ja auch nicht ab. Dann zeig euch mal jetzt mal nochmal das Hochbeet, das ist ja soweit eigentlich fertig. Was ich mir aber überlegt habe mit den Steinen, mit den Steinen sieht das ziemlich gut aus. Ich habe nämlich da hinten noch überall Steine zu liegen, die, oder hier vorne ja auch. Was ich jetzt hier mache, das muss ich auch erstmal nochmal überlegen. Ja, weiß ich nicht, was da mit der Wanne passiert. Ich überlege mir noch so einige Sachen für dieses Jahr. Und diese Steine, die kommen höchstwahrscheinlich auch weg. Hinten, da habe ich auch noch ein paar Steine zu liegen. Das könnte ich eigentlich hier an der Wand machen. Ja, dann sieht das nämlich auch ja nicht mal so schlecht aus. Ich finde das nämlich. Ja, das sieht eigentlich ziemlich gut aus hier mit den Steinen. Ja, das ist hier eine Ranke, hier kommt so. Und jetzt haben wir hier das Gerätehaus, wo ich eigentlich mehr oder weniger überlege, ein Gewächshaus vielleicht draus zu machen. Ja, also ich habe hier ein Fenster drin. Ne? Das kommt eigentlich auch ziemlich viel rein. Also viel Licht rein. Und das könnte ich mitunter als Gewächshaus machen. Naja, was heißt Gewächshaus? Vielleicht nicht unbedingt Gewächshaus, aber ich kann hier auch vielleicht versuchen, mal einige Sachen vorzuziehen. Das könnte ich mitunter auch mal machen. Ich werde einfach mal versuchen. Versuch macht klug. Aber erstmal heißt es hier aufzuräumen. Und ja, ich würde mich dann halt einfach mal melden, wenn die Geschichte hier fertig ist, wenn ich alles so aufgeräumt habe, um euch zu zeigen, ja, wie weit ich das hier geschafft habe. Und wie weit das hier vernünftig aussieht. Das würde ich erstmal so machen. Das wäre eigentlich für heute mal der Plan. Also bis gleich und ja, schauen wir mal, was wird. Ne?
Was draus geworden ist, bin jetzt fertig geworden. Habe hier ein bisschen aufgeräumt. Ja, zwar noch nicht so die Sahne, aber ich denke mal, mehr oder weniger ist das schon okay. Alles hier sah ja vorher ein bisschen blöder aus. Alle Tier haben mir eh mal durchgereicht. Naja, ich bin zweimal, dreimal rübergelaufen. Jetzt sieht es schon wieder aus wie Hemd unter dem Sofa. Aber habe jetzt hier den Tisch freigekriegt und überlege mir wirklich, ob ich nicht hier einige Pflanzen mal so vorziehe. Ich habe noch was da. Also Tomaten, die will ich hier aber nicht vorziehen. Die mag ich bei mir zu Hause. Das wie ich das mache, das zeige ich euch dann halt nochmal in einem anderen Video. Und ja, also erstes Projekt, Gerätehaus, eventuell zum Gewächshaus. Okay, warte, Gewächshaus, auch mehr oder weniger Geräte, Gewächshaus, keine Ahnung. Wie gesagt, ich habe einen großen Tisch da, da werde ich einige Pflanzen vorziehen. Was jetzt sein wird, weiß ich noch nicht. Das Hochbeet, was ich ja hier habe, das ist nämlich gleich auf der anderen Seite. Also sprich raus und dann gleich Ding. Das ist ja da, das hatte ich euch vorhin nochmal gezeigt. Und da überlegt mir, ob ich hier ein bisschen Salat vorziehe und das dann halt dementsprechend darin setze. Wäre eine gute Möglichkeit. Was sagt ihr? Könnt ihr das machen? Ich glaube ja, oder? Was sagt ihr? Schreibt mal einen Kommentar. Da ist da ein, was ihr da machen würdet. Ja, ich meine, schönes Fenster ist hier, ist schön helle hier, die Seite. Ja, warum denn nicht, wa? Könnt ihr doch eigentlich auch als Gewächshaus nehmen. Also halb Gewächshaus, halb Gerätehaus, sag ich mal. Weil wie gesagt, Geräte sind ja da, passt ja alles super hier. Und ja, Leute, ich denke einfach mal, morgen werde ich da hinten mal machen, also nicht alles auf einmal, ich habe ja Zeit, habe ja ein paar Tage frei. Da räume ich morgen mal ein bisschen auf und ja, wie das aussehen wird, vorher und nachher, das zeige ich euch dann in einem anderen Video. Von meiner Seite aus war es gewesen, nicht vergessen, abonnieren und einen Daumen nach oben, falls euch das Video gefallen hat. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag, bis dann, ciao.